Hallo. Hallo. Pass auf, ich mache jetzt mal. Das ist ein sehr unscheinbarer Topf. Den mache ich jetzt auf. Ich zeige es euch zuerst. Nee, ich zeige es Michaela zuerst. Achtung. Dann zeige ich es euch. Na, was ist wohl unser Thema heute? Kleine Fläschchen. Moin. Große Pinsel, die runterfallen. Boah, das ist so, das ist das. Das riecht aber nach verdorbenem Parfüm. Ja, das sind die gesammelten Werke der letzten, nennen wir es 100 Jahre. Na, ist also, Warum schmeißt das Zeug nicht weg, wenn das schlecht ist? ja, zum Teil, weil einfach der Flakon so schön ist. Ich meine, sowas da. Martina hat so ein großes Badezimmer, ne? Ja, da passen auch nur so kleine Fläschchen Aber sie rein. hebt stinkende kleine Parfümfläschchen auf. Das ist ein Ding. Ja, das ist einfach so ein. Ja, ich kann es verstehen. Diese Könnt ihr euch noch erinnern an diese Ja, Sets? vor 100 Jahren, ne? Vor 100 Jahren gab es auch noch mal die kleinen Miniaturen dazu. Das war, Ja, als Firmen noch Geld so dafür wie das ausgegeben haben. hier, ne? Das ist das Ja. Calèche von Hermès, habe ich auch noch. Ich weiß nicht, ob. Also ich meine, das Parfum gibt es natürlich heute noch, aber diese ganzen wunderschönen Also, ich habe meine kleinen, Miniaturen irgendwann weggeschmissen, als sie niedlichen. gestunken haben. Ich gestehe. Ja, das ist ja auch völlig korrekt. So, jetzt zeige ich der Michaela was, was nicht Und jetzt stinkt. machst du die Dose wieder zu, dann stellst du die wieder zu Hause weg. Aber wenn die doch in der Dose sind, dann siehst du sie doch sowieso nicht, die kleinen schönen Eben, eben, Fläschchen. eben. Das ist auch alles völlig unlogisch. Aber wann sind wir Frauen schon mal logisch? Also Okay. ehrlich. Ja. Jetzt geht die Kiste endlich mal wieder Jetzt zu, lasse ich das weil es ist einfach. eine andere Sortierung drin. Das ist wirklich Pass auf. randvoll. Jetzt zeige ich Ja. euch noch was. Das ist ein ganz unscheinbares Ja, Pappkartönchen. hier Ne? kommt ein Karton. Hier kommt ein Karton. Auf dem Karton steht aber Michaela. Und warum steht da wohl Michaela drauf? Weil heute schon Weihnachten ist. Echt? Oh, danke schön. Moment, Was das ist muss jetzt das auf. denn? Du musst jetzt damit klarkommen. Geh mal, mach mal auf. Da erkläre ich dir das. Also ich würde es jetzt hier schieben. So, genau. Und dann kommt nämlich da was raus. Ich würde es schieben, aber. Eigentlich. Warte mal, ich probiere es mal. Ich habe nämlich auch ein. Ah, doch, so. Man muss so ganz leicht den Rand festhalten. Hier Ja, mach du kommt mal ein weiter. Komm, Karton. genau. Ist auf jeden Fall schon mal super verpackt. Das ist nämlich das Füllgerät. Füllgerät für einen Duftstift. Oh, das ist ein Kugelschreiber mit Flüssigkeit drin. Ja, auch. Und zwar ein schwerer. Schwer. Und dann macht man das auf. Auf, genau. Drehen, oder? Drehen wir. Ne? Und So. dann kommt. Es ist Cerutti drin. Das weiß ich zufällig. Also, wenn man das möchte, wenn man das so möchte, als Stift, die Idee ist, ne, die So. Idee ist, dass man das kleine Ding, was man ja immer hat mit Parfum, was man in Ja. der Handtasche immer sucht, dass man das nicht suchen muss, sondern man das in das Seitenfach rein deut. Und dann kann man es halt rausziehen, aufschrauben und hat das Parfum. Kann man natürlich auch nachfüllen. Jetzt Ja. brauche ich aber die Brille. Mach oder mach du mal Das eben. heißt, dieser Parfümstift, der ist leer? Nee, jetzt ist er voll. Aber man bekommt ihn, wenn man ihn Ja. bestellt, bekommt man ihn leer. Und warum ist der jetzt voll? Ich krieg's Für nicht auf. dich. Das muss aber aufgehen. Oder vielleicht geht es ja da oben auf. Guck mal da. Geht es ja da auf. Da ist das Köpfchen. Oder vielleicht hier unten. Ah, unten. Unten, okay. Unten. Nee, doch. Ganz Da! vorsichtig. Ganz vorsichtig raus. Wie So. eine Bombe. Und dann Ja, das ist kann man gut. den Refill, also kann man es einfach wieder befüllen. Das ist ja das Praktische an der Sache. Und weil das für Michaela ist, Oh, das ist doch schön. Dankeschön. Jetzt habe ich ein Parfümstift. Und weil ihr immer wissen wollt, das ist ja auch, macht ja auch noch ein Weihnachtsgeschenk her, ne? Also es ist, finde Ja. ich, recht schick. Ja. Ohne die Wo Michaela gibt's denn drauf das? kann man bestellen. Und ich schreibe die Bestelladresse natürlich in den Blog unten drunter. Nee, da kann man es nicht bestellen. Das muss ich drunter Okay. schreiben. Das ist das einfach so, wie es kommt. Also ohne Michaela kostet es 50 Euro, mit Michaela kostet 60 Euro. Ist aber auch was für die Ewigkeit, weil eine super Also Qualität. das ist ein richtiger Luxusartikel, oder? Ist Ja, aber das gut, man schön? sucht ja auch an Weihnachten mal sowas unter 100 Euro, Ja. was hermacht, Ja. ne? Oh, das fühlt sich total schön und wertig an. Oh, Martina, wie schön. Ich habe so eine tolle Aktentasche, da kann das dann so rein. So, jetzt Riecht schon gut. weiter mit Parfum. Wir haben ja noch so Ja. viel mehr. Wir haben noch so viel Was ist mehr. denn in dem anderen Päckchen drin? Immer derselbe Duft? Ja, und einfach nur meins, weil
Wie hast du das aufgekriegt? Ja, ich habe es am dünnen Weil Rand ich kann bisschen. Also zeigen, das Ganze gibt es natürlich nicht nur in Silber, sondern auch in Gold. Auch in Gold. So. In Gold ich bin ja eher der Silberfan. Das weiß ich doch. Deswegen steht auf meinem goldenen Martina. Weil ich bin der Goldfan. Und weil das Ganze ja auch auf Weihnachten zugeht, gibt es das Ganze auch in. Jetzt muss ich es aber ganz schnell rauskriegen, sonst wird der Film zu lang. Wie das los, Mensch, geh doch raus. Genau, an dem ganz dünnen Rand. Ein bisschen drücken. Ah, okay. Da ziehen. Ja, das muss ja stramm drin sitzen. So, was wolltest du denn? Wir machen es mal zur Zeit. So. So. Das ist nämlich dann die Variante Nummer 3 für alle, die sich nicht entscheiden können. Raus, raus, raus. Und ja. Mitte auf. Mach das mal in der Mitte auf. Da in der Mitte auf und dann geht der. Ja, genau. Das ist so gut verpackt, muss es ja auch, weil da ist ja Glas drin. So, das ist Kombi. Bicolor für alle, die sich nicht entscheiden können, ob Silber oder Gold. Mhm. Und all dieweil, das zu Weihnachten ist, steht da Antonia drauf. Das ist meine Tochter. Nicht verraten. Die guckt unsere Videos nicht. Gut. Nö, das macht die nicht. Und deswegen kann ich das jetzt zeigen. Meine Tochter guckt die auch nicht, aber die Freundin meiner Tochter. Ach so, okay. Mhm. Das ist ja witzig. So, jetzt muss das alles wieder zurück. Oh, denn wir wollen ja noch. Ja. Ja, genau. Das ist ja noch eine etwas größere Operation. Denn wir wollen ja, ist im Übrigen für alle, die das jetzt so schnell nicht im Päckchen, ne? Ist auch nochmal eine genaue Beschreibung, wie das mit dem Refill und allem geht. Was ich schön finde, ist, dass dieses Refill-Filter, dieser Trichter dann direkt dabei ist. Den habe ich zwar auch in irgendeiner Schublade, aber den suche ich auch jedes Mal. Ja. So, was wolltest du denn jetzt noch erzählen? Ein tolles Parfum, denn für alle, die jetzt genau wie ich E-Mails an Weihnachten kriegen, so von wegen, mischen Sie Ihr eigenes Parfum. Oh, das kann aber ganz böse in die Hose gehen. Genau, denn man denkt ja oft so in den Düften, die da so stehen, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe den zusammengematscht, das habe ich selber gemacht. Ich habe heute kein Parfum drauf, deswegen kann ich es jetzt einfach mal ansprühen. Und dann darf man sich das natürlich nicht sofort unter die Nase halten, weil man sonst eine Explosion der Riechzellen hat und die alles falsch einschätzen. Und dann hat man sich nämlich auch schon wieder verkauft. Könnt ihr euch noch erinnern, vor ungefähr 20 Jahren hatte Jean Pütz so eine Reihe auf dem WDR, die Hobbythek. Und da wurde alles mögliche selbst gemacht und da hat er auch Düfte selbst gemacht. Und dann konnte man bei Spinrad oder bei Colimex, weiß ich nicht, so eine Kiste kaufen mit so ganz, ganz vielen kleinen Fläschchen mit unterschiedlichen Duftessenzen, die einzeln überhaupt nicht gut gerochen haben. Und dann konnte man sich so das eigene Parfum daraus tröpfchenweise kreieren. Das war sehr spannend. Das riecht jetzt, das ist das, was ich mir gemacht habe. Finde ich auch. Passt ein bisschen. Das riecht nach Frau. Das riecht nach Frau, es ist sehr blumig. Mhm. Ich finde es ganz okay. Und das ist auch eins, was ich mir selber gemixt habe. Gut, dass Martina zwei Arme hat. Ich hoffe, sie hat schon lange nicht mehr benutzt. Balabalam. Das sieht so aus. So ist sogar ein Design drauf. Aus was hast du das denn gemischt? Das ist so, man kriegt da... Das riecht nach Uhu. Ja, also das ist mir etwas missraten. Das will ich nämlich damit nur sagen, dass das auch ganz schön in die Hose gehen kann. Das Problem an dem war, man kann sich das selber mixen. Und dann kriegt man also die unterschiedlichen Ingredienzen, die in dem Fall sehr teuer waren. Das war nämlich so eine Vorführung von so ganz edlen Naturstoffen aus der Provence. Und dann kann man das mit einer Pipette selber tun. Und hier war es so, dass ich an einem Punkt war, da war vielleicht ein Millimeterchen oder zwei weniger drin als jetzt. Und da roch es super. Und da habe ich einen so von was rein. Und das hat es einfach, dass das roch ganz grandios. Und dann habe ich einen Tropfen von was anderem rein. Und du weißt nicht, wie die Mischung bis dahin war. Nee, ich weiß nur, dass ich zum Beispiel solche Sachen immer bei beiden genommen habe, weil ich das vom ersten her schon wusste. Eins hieß Cotton und Linen und so. Das sind so Düfte, die sind relativ reduziert. Und dann gibt es auch noch so ein paar Fantasienamen. Und da ist dann, da kann man mehr mitmachen. Mhm. Ne? Und die haben mehr so ein... Lass das nochmal riechen. Schon extrem, ne? Ja. Da habe ich mich verhauen, ne? Wo ich mich natürlich nicht verhauen, ist die Parfums, die ich regelmäßig nachkaufe. Da ist es schon zum zweiten Mal nachgekauft. Das ist das von Kenzo, ein Mango?
irgendwas. Auf jeden Fall lila. Lila ist ganz wichtig. Ne? Das muss man auch riechen, ansprühen, einen Tag mit rumlaufen. Oder das Kenzo Amour, auch schon zum zweiten Mal nachgekauft. Wie riecht das? Hm, das riecht gut. Das riecht gut. Das riecht so ein bisschen das ist meins. In meine Duftfamilie, weil ihr kennt das aus anderen Filmen, das Allure von Chanel, dann das Obsession. Obwohl, das habe ich gekauft. Das ist schnell umgekippt. Das riecht nicht mehr so, wie es original mir auch riecht. Mein teuerstes Parfum, mein das teuerstes. Das habe ich ganz günstig im Internet geschossen, habe mich gefreut. Aber das war wahrscheinlich kurz vor Verfalldatum. Okay, ja, bei meins, mein ganz teures, was ich dunkel gelagert habe, wo ich richtig drauf aufgepasst habe, das in der Kiste ist auch umgekippt. Ja, irgendwann passiert es. Dann mag ich unheimlich gern von Dior das Addict. Und mein Lieblingsduft, das aber erst so seit 2-3 Jahren, der braune Knoten. Dann kam beim letzten Film, den gäbe es nicht mehr. Also ich habe keine Probleme, den nachzubestellen. Und das Jasmin Noir in der Verpackung ist im Übrigen auch sehr lecker. Ich habe genau das auch, deswegen habe ich es nicht mitgebracht. Wusste ja, dass Michaela das hat. Und ich bin, wie gesagt, so ein alter Kenzo-Fan. Und Guerlain natürlich, aber Guerlain habe ich jetzt nichts mehr. Naja, aber du kannst das mal ansprühen. Vielleicht. Nee, das mache ich erst. Das mache ich erst, wenn ich mal einen Tag nichts anderes rieche. Weil erstmal haben wir jetzt hier Duftüberlagerung und von manchen Düften bekomme ich ein bisschen Kopfdröhnen. Mhm. Und da ich heute noch ganz viel machen muss, probiere ich es lieber an einem Tag aus, wo das nicht wäre. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Kopfdröhnen gibt. Aber meine Mutter hat so 2 Düfte, der Tresor zum Beispiel von Lacombe. Ja. Wenn sie das drauf hat und sitzt mit mir im Auto, dann könnte ich fast die Scheibe runterkurbeln und... Und noch eins, wo ich sage, Mama, wenn du mit mir zusammen bist, bitte, bitte nicht. Ich kenne eins. Ich kenne so ein Fahrstuhlparfum, was mich jedes Mal umhat. Das ist Poison. Mhm. Das ist auch so ein Fahrstuhlparfum? Ja, das ist, wenn man es im Fahrstuhl riecht, wird man ohnmächtig. Das sind so unangenehme Orte, wo es kein Entrinnen gibt. Und wenn die Frau neben einem dann so ein Hammerparfum drauf hat. Was auch ganz selten passt. Also ich habe wirklich ganz selten erlebt, dass was gut ist. Ach, das sind 1000 tolle Sachen. Gut. Aber wie gesagt, das muss ich erstmal in Ruhe ausprobieren. Aber toll, ne? Mit diesem Schraubmechanismus. Wirklich nur so eine Umdrehung. Und dann geht es auch nicht, wenn das so hier drin steckt, geht es auch nicht auf. Mhm. Boah, habe ich jetzt was Tolles. Gelaber. So. Was nehmt aber ihr denn erzählt. So? Genau, was nehmt ihr denn so? Habt ihr auch schon mal gemischt? Kennt ihr noch diesen Baukasten von Jean Pütz? Jetzt bin ich mal gespannt, wer schon irgendwas gemischt hat und das riecht zusammen bombastisch gut. Wie auch Parfums, die man hat, miteinander mischen? Weiß ich nicht. Also ich würde es nicht machen, aber wer weiß, vielleicht hat da irgendjemand, würde ich nicht machen, aber wer weiß, was bei rauskommt. Vielleicht hat irgendjemand den Tipp und sagt, das und das in der Kombination, Hammer. Hammer. Ach, der Pinsel ist heruntergefallen. Ja, ich dachte jetzt auch irgendwie, irgendwas fehlt hier. Was war das? Ach, das ist noch von irgendwann. Von irgendwann ist auch weg. Haben wir Tschüss gesagt? Nein, nee. Tschüss. Machen wir aber jetzt. Na, und überhaupt und frohe Weihnachten. Finke, finke. Tschüss.